tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Starmie vor. Starmie ist die Weiterentwicklung von Sterndu und hat einen Wasserpsychotyp, was ihm eine Schwäche gegen Elektro, Pflanze, Geist, Undicht und Käfer und eine Resistenz gegen Feuer, Stahl, Eis, Wasser, Psycho und Kampfattacken gibt. Starmies Basiswerte sind insgesamt ziemlich gut. Ein guter Spezialangriff und eine fantastische Initiative gepaart mit passablen Defensivwerten, welche lediglich von einem schwachen KP-Wert gestützt werden, gibt Starmie eine Menge Potenzial im Kampf. Die EV verteilt man bei Starmie am besten in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man bei Starmie am besten innere Kraft. Diese heilt Starmie beim Auswechseln von Statuseffekten wie Gift, Brand oder Paralyse. Als Attacken nimmt man Siedewasser, Psychoschock, Eisstrahl und Turbodreher. Siedewasser und Psychoschock sind die Step-Attacken. Eisstrahl gibt die bestmögliche Coverage für Siedewasser und Turbodreher ist ein nützlicher Move, um euer Feld von Tarnstein, Stachler, Giftspitzen und Klebenetz zu befreien. Des Weiteren könnt ihr damit auch Egelsamen loswerden. Wenn ihr statt Turbodreher lieber noch eine weitere Attacke haben wollt, dann nehmt hier einfach Donnerblitz oder Strauchler. Wobei Juwelenkraft oder Lichtkanone auch für die ein oder andere nette Überraschung sorgen kann. Als Item nehmt ihr am besten irgendwas, was euren Schaden erhöht. Leben aber erhöht euren Schaden allgemein, aber auch Typverstärker wie Zauberwasser sind hier nicht verkehrt. Dieses Starmie hat seine Glanzstunde in der Mitte des Kampfes. Durch seine gute Init kann es die meisten Pokémon des Gegners einfach überholen. Wenn euer Feld vollgesäfft ist, könnt ihr es mit Turbodreher ganz einfach wieder bereinigen und ansonsten könnt ihr mit Starmie einfach draufhauen. Passt auf, dass ihr es nicht leichtsinnig opfert. Starmie kann nämlich dank seiner Fähigkeit gut dazu verwendet werden, um gegnerische Statusattacken wie Irrlicht, Donnerwelle oder Toxin abzufangen, da es nach dem Austausch sowieso wieder davon geheilt wird. In Late Game kann Starmie aber auch noch glänzen, da es wegen seiner hohen Initiative auch sehr gerne mal einen Sweep machen kann, wenn das gegnerische Team schon geschwächt ist. Gute Teampartner für Starmie sind schwer zu sagen. Es lohnt sich aber, Starmies Schwächen abzudecken, da ihr es nicht leichtfertig opfern wollt. Das war's jetzt von meinem Starmie und jetzt seid ihr wieder gut dran mit Aussuchen.